Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jung und Naiv. Wo sind wir hier? In Berlin. Und wer bist du? Ich denke, heute drehen wir den Spieß um und beleuchten dich genauer. Thilo Jung ist am 21. Oktober 1985 in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Genauer gesagt in Mechin. Das liegt circa hier. Er machte ein Auslandsjahr in den USA und nach der Schule leistete er Wehrdienst. So ganz seins war letzteres aber dann doch nicht. Zwischen diesen beiden Etappen kam er erstmalig mit Journalismus in Berührung. Beim Nordkurier. Inzwischen ist er Journalist, jedoch nicht der alten Schule, denn Thilo weiß zu neuen Medien wie Instagram, Facebook, Twitter oder YouTube zu nutzen. 2013 erschien dann das Format, für welches er bekannt werden sollte. Jung und Naiv. Ein Format, bei dem der Name Programm ist. Er duzt seine Gäste und stellt ihnen naive Fragen. Ein Jahr später betrat er ein weiteres Neuland. Er filmte die zweimal wöchentlichen Bundespressekonferenzen, bei denen sich die Vertreter der verschiedenen Ministerien den Fragen der Journalisten stellen und lud diese Videos bei YouTube hoch. Ungeschnitten. So wie seine Interviews. 2015 startete er mit dem Soziologen und ehemaligen FAZ-Journalisten Stefan Schulz den sogenannten Aufwachen-Podcast. In diesem sprechen sie über die aktuellen Nachrichten, kritisieren oder loben sie und geben Einblicke in das Weltgeschehen. Thilo beschreibt sich selbst als freien Chefredakteur. Er hat nämlich keine großen Sponsoren, sondern finanziert sich einzig durch die Spenden seiner Zuschauer. Wie lange das Ganze noch gehen wird, steht in den Sternen. Doch darf man hoffen, dass uns dieses journalistische Angebot noch lange erhalten bleibt.